Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, ach, der war nicht so dolle, der CK, muss ich mal so sagen. Und ihr seht das hier, ich habe hier den 15. machen müssen, also den letzten, den haben wir nicht gepackt. Also kein RH9 hat den hier geschafft oder auch, ich weiß gar nicht, ob... Nee, es hatte kein RH10 angegriffen, nur RH9er. Und so musste ich mir den hier vornehmen und auch mein Angriff war echt irgendwie, oh, das war so abgekrampft. Ich weiß auch nicht, was in diesem CK hier los war. Wir haben wenig gedreiert hier und waren teilweise glücklich über 2 Sterne, aber wir hatten das Glück so ein bisschen auf unserer Seite, denn der Gegner hat es auch nicht besser gemacht. Also der Gegner war auch nicht wirklich gut. Wir waren nicht wirklich gut, der Gegner war nicht wirklich gut und am Ende haben wir ja eher glücklich gewonnen, kann man nicht anders sagen, weil der Gegner doch noch mehr gefehlt hat als wir. Und aber hier war das irgendwie voll das Abgekrampf. Ich wusste hier, dass hier unten die Tesla-Farm steht und habe hier jetzt für meine paar Bowlerchen noch den Heil reingehauen. Ich meine, die machen hier jetzt noch, machen die noch was? Ne, die haben so gut wie nichts mehr gemacht. Der war also richtig unnütze. Und irgendwo hatte ich hier dann, ja, wie gesagt, das war wirklich ein Abgekrampfe teilweise, wie meine Truppen hier auch liefen. Also coole Base hier für so einen 9,5er und hat natürlich alle Bomben hier in der Base. Also das und hat hier unten auch schon einen Tesla auf Max Rathaus 10 Level, aber der Rest ist natürlich komplett RH9 Niveau. Und so sind das hier denn doch irgendwie 3 Sterne geworden. Also es war wirklich, wirklich nicht gut. Nicht gut. Ich habe hier jetzt mein King gezündet, weil es jetzt auch ein bisschen eng mit der Zeit wurde. Dann auch noch am Ende kam auch noch dazu, denn die Queen musste sich hier noch durch eine Mauer beißen, weil hier ja auch nur eine Mauer auf ist. Deswegen muss sie noch ein Stück aufmachen und verliere sie hier aber nicht mehr. Das heißt doch, ich verliere sie noch. Ja, oh, da in der Riesenbombe. Naja, aber mein King und die Parbola geben der Kanone jetzt den Rest, dann waren es auch hier 100%. Also, na. Eher schmutzig, so sage ich das ja auch manchmal. Und Yannick hat das hier ein bisschen besser gemacht auf die Base hier. Die Base habe ich ja angegriffen im ersten Angriff. Das konntet ihr im Livestream sehen. Also wer die restlichen Angriffe hier nicht gesehen hat, die ich jetzt nicht zeige, ich blende euch den Hinweis oben nochmal ein. Also neben Yannick da jetzt das I. Dort könnt ihr nochmal den Livestream nachschauen, wie ich dort angegriffen habe. Das war so im letzten Drittel des Livestreams und das war so der letzte Kampf hier, das letzte Highlight, also nochmal ein Live-Angriff im Livestream. Mache ich ja in der Regel, zumindest mit meinen RH9ern, mit dem RH10er traue ich mir das immer noch nicht. Vielleicht muss ich das einfach mal einbauen, dass ich auch einen Angriff mit dem RH10 hier voll live mache. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Ich muss mich da immer viel, viel länger drauf vorbereiten. Bei den 9ern geht das ein bisschen schneller, aber bei den RH10, da weiß ich dann teilweise auch nicht, wie ich vorgehen soll oder wenn ich dann mal einen 11er machen muss. Ach, muss ich mal gucken. Im Moment bin ich so ein bisschen am Rumtrainieren mit Only Bowler. Liegt natürlich auch daran, dass ich noch nach wie vor volles Elex-Lager habe und teilweise laufen mir die Bohrer dann auch über. Also irgendwann fange ich sicherlich auch an, im Livestream meine Road to Last 50 Mauern zu machen. Also ich bin nah dran, hier die letzten 50 Mauern zu machen. Ein bisschen braucht meine Forschung natürlich noch, aber ein Ende ist jetzt irgendwann mal in Sicht. Und Jannik hier richtig gut mit den vielen, vielen Hocks und den Helden. Er ist ja jetzt schon mittlerweile RH10 seit einem Tag, glaube ich, oder seit 2 Tagen, ich weiß es gar nicht. Und hat natürlich einen guten Start erwischt mit Max Helden hier. Das ist schon wirklich, wirklich nett. Das wisst ihr selber, das predige ich ja auch immer. Zieht eure Helden richtig schön hoch auf Rathaus 9 und geht dann erst auf Rathaus 10. Denn dort hast du einen wesentlich besseren und entspannteren Start, machst erstmal schön die Armeelager hoch, aber hast schon mal ganz nette Helden für RH10. Es kommt immer wieder vor, dass sich bei uns Leute bewerben, da denkst du dann auf den ersten Blick, ey gut, der hat ja 20er Helden, super, und dann guckst du, ah, ist ein RH10er, okay. Wir nehmen im Moment, sind wir ein bisschen kleinbackener geworden, also 20er oder 40er Helden Kombi RH9 ist nicht mehr notwendig. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir so ab Level
15 jetzt schon aufnehmen. Das heißt also, King und Queen mindestens Level 15. Und das erleichtert euch vielleicht auch den Einstieg dann hier in die Two Warriors, anstatt der Heldenkombi 30 oder 40, die ihr doch nicht so jeder hat. Und aber eure Base sollte dazu passen. Also das Optimale ist, Base noch nicht so richtig toll ausgebaut und aber schon 15er Helden. Das wäre so für uns hier der Optimalfall. Kann man nicht anders sagen. Während wir hier den Hocke sehen bei einem Luftangriff. Ah, Hocke mal wieder mit dem Luftangriff und wir sehen, die Helden vom Hocke sind auch schon wieder ein bisschen gestiegen. Ich glaube, er hat jetzt schon wieder ein oder zwei Helden Level mehr. Hocke ist ja einer, der gerne mal ins Portemonnaie greift. Und weil der ist einfach so nass auf CK spielen und ich weiß gar nicht, wann der Hocke überhaupt mal ausgesetzt hat. Ich glaube, der hat mal so ein, zwei CWs ausgelassen, aus welchen Grund auch immer. Wahrscheinlich, als da so zu Anfang RH11 die Helden noch ein bisschen gelevelt haben. Aber sonst ist er immer dabei hier mit seinem Char hier und mit dem Ragnar im True Warriors 2. Da sind auch wieder ein paar Plätze frei geworden. Also auch dort könnt ihr euch gerne bewerben. Dort geht es auch schon ein bisschen kleiner los. Also TH7 mit mindestens zweier Drachen solltet ihr schon haben und natürlich immer einer netten Base. Also zweier Drachen und einser Mauern, das bringt einen dann auch nicht so wirklich weiter. Und nette R8er, nette RH9er, also da ist das noch recht breit gemischt. Wir freuen uns natürlich auch über jeden ganz netten 10er oder auch mal über einen 11er. Im Moment haben wir nämlich überhaupt keinen 11er im Clan. Das macht aber nichts, wir schlagen uns trotzdem da ganz gut. Das werdet ihr morgen in der Folge sehen, also bleibt auf jeden Fall dran. Es geht hier munter mit den CKs weiter, die wir hier so gespielt haben. Und bei uns zeichnet sich im Moment so ein bisschen eher ab, dass wir 20er spielen, weil wir sind unter 40 hier. Das ist echt, echt wenig, aber du findest im Global ja wirklich nur diese Com-Leute und hier und Idioten, weiß der Geier, keine Ahnung. Also nicht so das, was wir eigentlich suchen, sondern eher das, was niemand sucht oder was natürlich jemand sucht, aber so low suchen wir halt nicht. Wenn die Leute dann größer werden, ist überhaupt kein Thema. Also auch wir haben uns so ein bisschen darauf verständigt, dass wir gesagt haben, ja Mensch, komm, wenn wir jetzt diese 15er, 9er aufnehmen, dann peppeln wir die ein bisschen hoch. Die können auch ruhig ihre Helden hier machen. Und für ein CK ist dann immer noch zwischendurch Zeit, dass man mal wieder ein, zwei mitspielt, bis der nächste Held geht. Ja, und dann können die hier üben, können sich formen, denke ich mal. Das ist so ein bisschen unser Bestreben hier. Weil, wie gesagt, der Jannik ist jetzt RH10, also wieder ein guter RH9er weg. Und uns fehlen echt jetzt schon mittlerweile die RH9er. Irgendwann geht es dann dazu, dass wir nur noch mit unseren 10ern spielen, was ich jetzt nicht glaube, weil wir haben noch ein paar kleinere 9er bei uns mit drin und haben sogar einen dazu überreden können, der sein Rathaus, also der genauso einen, wie ich eben gesagt habe, so ein 20er Heldenpärchen oder ja, noch nicht mal, aber ich glaube, er hatte so 17 und 20 oder so und dann guckst du, dann haben wir abgelehnt, weil er schon auf Rathaus 10 gegangen ist, hat auch einer gut beobachtet bei uns und dann haben wir ihn aber nochmal eingeladen, weil ich gesagt habe, komm, vielleicht können wir den ja überreden, dass er das Rathaus nochmal abbricht, um ihn vielleicht auf den rechten Weg zu bringen und jawohl, es ist uns gelungen, der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich glaube Nico heißt er, hat dann sein Rathaus abgebrochen und gesagt, okay Leute, dann mache ich weiter R9, er kann es nicht mehr sehen. Ja, ich meine, die Dev ist wirklich schnell durch auf RH9, vor allen Dingen, wenn du 5 Bauarbeiter hast. Und deswegen können einige dieses RH9 dann nicht mehr sehen und wollen unbedingt dann auf 10. So nach dem Motto, ich will Infernos oder ich habe Infernos, ja, aber meine Helden auf 10, die bringen dann nichts. Wenn, dann muss man schon so ein unsportlicher Kerl sein, wie ich es gerade noch so bei den Newbies im Clan erlebt habe und auch hier mal wieder erlebe. Das zeige ich euch am Schluss des Videos, wo man dann sogenannte A-Loch-Accounts mit in dem CK hat bei den Newbies. Wer meinen Livestream gesehen hat, ich habe ja ab und zu mal rübergeschaltet, war das ja ganz extrem schlimm. Also da konnte man ja quasi von Anfang an sagen, verloren. Ja, denn die hatten, ich glaube, 9 oder ich glaube, es waren 8 oder 9 Elfer. Und auf der Gegnerseite standen dann mal eben so 14 oder 15 Elfer. Dagegen, wenn nicht sogar mehr. Also da war es so, da hat der 19. bei uns den ersten gemacht und der 17. hat bei uns dann den zweiten gedreiert. Ja, also solche
Solche Accounts waren das. Da haben natürlich unten unsere RH9er und RH8er auf die Bases ganz locker drei geholt, denn die hatten immer nur ihre eine Kanone und ihre Helden in der Base. Aber das ist eben nach wie vor nicht Mittel zum Zweck und das ärgert einen. Und jedes Mal, wenn du auf so einen Account dann triffst, dann denkst du auch nur, Mann, was soll denn das? Irgendwann, ich meine, Supercell hatte das ja jetzt schon vor, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen angekündigt, dass sie dort auf dem Weg sind, mal wieder etwas zu tun, aber wann kommt es denn? Wann? Ja, also man fragt sich natürlich auch, wie geht's denn nun weiter? Geht's immer noch so weiter mit denen oder treffen jetzt endlich mal Gleichgesinnte auf Gleichgesinnte? Dann können die sich ja auf ihrer Ebene schlagen. Ja, also Russia trifft Russia oder Engineering Base trifft Engineering Base. Aber das, was da abging, also wie gesagt, am Anfang des Videos hier habe ich ja den Hinweis gegeben, auf meinen Livestream habe ich immer wieder reingeschaltet. Da konntet ihr das ja quasi mal live mit angucken und einige auch von meinen Zuschauern haben dann echt mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, Alter, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Und aber wir haben fertig gespielt. Wir haben da übrigens so eine Art Fun-CW gespielt. Das heißt also, weil der Clan auch, weil er jetzt verloren hat, was ganz natürlich ist, dem hat auch keiner nachgeheult oder so. Aber wir haben ein Fun-CK gespielt, denn dem Clan fehlten nur noch ein paar XP zu Clan Level 13. Glückwunsch an dieser Stelle hier an den Newbies zu Clan Level 13. Und deswegen haben wir gesagt, den ersten Angriff kann jeder mal so machen, der den nie machen würde. Also mal so ein bisschen, ja, nicht so eine Fun-Armee, aber wie man mal so angreift. Ich habe dann auch mal mit Only Baby Drachen mit dem Avatar angegriffen. Habe auch zwei Sterne geholt. Aber so würde ich jetzt im CK nicht wirklich angreifen. Aber mich hat es einfach mal interessiert, wie weit kommst du denn damit? Und den zweiten haben wir dann etwas besser gemacht. Das heißt also, da sind wir dann schon ernsthaft auf Sterne gegangen, was aber letztendlich nichts genutzt hat. Also man sah da schon auf Hälfte des CKs, dass bei uns jede Base schon gedreiert oder teilweise die hohen schon gezweiert wurden. Und oben hatten die immer noch 10 Leute, glaube ich, die alle ihre zwei Angriffe hatten. Quasi nur noch so nach dem Motto, wo jetzt noch keine zwei sind, da hole ich oder drei sind. Da hole ich jetzt eben mal den letzten Stern raus. Und ja, so ist das dann eigentlich gelaufen. Aber ich rede heute echt viel um heißen Brei rum, aber ich denke mal, gehört auch einfach mal dazu. Ihr seht ja zumindest die CK-Kämpfe hier von uns. Ich denke mal, die meisten haben wir noch nicht gesehen, weil im oder am Streamabend spielte sich ja doch noch nicht so viel ab. Viele waren verhalten. Und wie machen wir den Gegner hier eigentlich? Ah, wir haben uns hier ganz gut geschlagen, haben vor allen Dingen gut gedefft. Also der Gegner hat hier dann, ja, wir haben schon nicht gut angegriffen, ihr habt es schon mal gesagt. Und der Gegner hat es uns nachgemacht. Hat dann auch nicht gut angegriffen, also das passte. Auf der Ebene waren wir uns absolut einig. Und der Gucki kommt hier, ah, ich hätte fast gesagt, durch die Höhle des Löwen hier mit diesen, mit den Truppen durch. Aber bohrt sich jetzt leider nur auf die rechte Seite mit dem Sprungzauber an dem X-Bogen durch. Ah doch, jetzt geht auch ein bisschen was auf die linke Seite. Mal gucken, ob die Queen da noch durchgeht. Aber ich glaube mal, das wird sie nicht machen. Ne, da geht nichts mehr durch. Dann erwischt man vielleicht noch den... die Infernos, aber da war leider nichts mehr zu machen. Trotzdem waren das hier stabile zwei Sterne an der Stelle und wir haben auch taktisch wieder bis zum Ende hier abgewartet, haben also gesehen, oh, der Gegner kann so gut wie keine Sterne mehr holen oder wird nicht mehr viel holen und haben dementsprechend gesagt, wir räumen von unten auf, also wirklich von ganz unten. Ihr seht das ja auch, alles zwei Sterne hier oben und den ersten haben wir sogar mit einem Stern auflassen können und so waren das hier, ja, war ein verdienter Sieg, denke ich mal. Wenn auch etwas verkrampft. Ja, also, ihr habt es im Thumbnail gesehen, nicht so dolle. Kommt auch mal vor. Ja, auch hier oben kann ich euch einfach mal einen Einsterner. Ich glaube, den haben wir im Stream gesehen. Ich glaube, der Swash hat hier im Stream angegriffen, aber macht nichts. Wir sehen hier gerade so 11er auf einen Maxed Out RH11. Also, auch der Swash hat jetzt, ja, in der Zeit, wo er jetzt Rathaus 11 ist, erstmal die Bowler gemacht, weil er schon eine wichtige Truppe, finde ich. Und hat den Warden so ein bisschen gelevelt. Ich denke mal so von den Truppen her und auch von dem Helden her ist das erstmal das Wichtigste. Neben natürlich dem Labor und der CB. Die hat er hier aber auch noch nicht ausgebaut. Ich glaube, die baut jetzt. Und hat aber mittlerweile, glaube ich auch, ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt schon eine
35 plus 2er CB hier auch an seiner Stelle hat, aber kommt hier eigentlich ganz gut in die Base rein. Also nach wie vor guter Queen Walk hier und hat den Warden jetzt aber noch nicht raus. Ich weiß auch gar nicht, wann er den nimmt. Mal sehen, ob er den jetzt für seinen Killsquad mit einsetzt. Ja. Kommt der Warden jetzt? Ich weiß es gar nicht. Oder war der schon? Ah, nee, da ist er. Da ist er. Der deckt hier seine Bowler mit ab. Ah, die jetzt natürlich doof an der Ecke hängen. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, denn wenn die hier ein bisschen schneller reingekommen wären, dann wäre er mit denen nämlich schon in die Mitte gekommen. Aber er hat ja noch hier die Valkyren. Und jetzt muss ich mal selber gucken, woran das eigentlich gescheitert ist. Ah, die Bowlerinnen. Schade auch. Wenn die alle reingerannt wären, dann wäre das Rathaus hier gefallen. Aber so gehen natürlich jetzt ziemlich viele Truppen zur Queen hin. Und die Valkyren sind dann leider nach außen rum gesprungen. So schafft er das Rathaus zwar, aber es wird dann prozentual ein bisschen wenig, denn die Adler Artillerie steht genau auf der gegenüberliegenden Seite, wo er angegriffen hat, und dann ist es natürlich schon schwer, mit den Helden und den Truppen hier da durchzukommen. Am Ende fehlen letztendlich 3%. Ist aber nicht so schlimm. Habt auch mal einen Einständer bei mir gesehen und ich denke mal, das Ergebnis 34-31 geht absolut in Ordnung. Wir können noch mal reinschauen hier, wie viel Dreier wir gemacht haben und wie viel Dreier der Gegner hier gemacht hat. Also es sind nur 5 auf unserer Seite und 3 auf der gegenüberliegenden Seite. Also noch weniger hier gedreiert. Ich glaube, bei uns haben dann wirklich nur unsere 9er 3 Sterne kassiert. Patrick, Alex und Jenek. Und Alex und Jenek haben wir schon gesehen im Livestream vom MRH11, der eigentlich auch nichts anderes kann. Ich muss mal gerade gucken. Ich gucke mal ins Enemy-Team hier. Das ist ja auch ein Arloch-Account. Und der hat ja wirklich schlechte Helden. Aber er hat die Lava-Hunde auf 4 und die Ballons dazu auf 6. Und hat hier, ich gucke einfach nur mal Start-Replay rein. Mache hier mal Pause. Ja, ihr seht das. Die setzt dann natürlich auch ein, die Truppen. Und damit machst du natürlich jeden 9er hier nieder. Aber mehr ist dann hier auch nicht gelaufen. Ihr seht, dass hier unser erstes RH10 steht und alle anderen stehen auch. Auf meine Base gab es auch 2 Angriffe, den ersten mit 1 Stern. Mein Rathaus steht draußen, also wer das nicht schafft, der ist selber schuld. Und Fifö hat ganz, ganz oft gedefft und hat nur 1 Stern kassiert, also schon durch die gute Def hier gewonnen. Und ich hatte es ja gesagt, wir sind ja aktuell in einem 90er gegen einen Clan aus, ich denke mal, Spanien ist es, jawohl, er ist Spanier. Und leider haben wir hier auch hier unten wieder 3 Neuner. Ich meine, das ist unser Start hier, 3 Neuner. Und der Gegner startet hier unten mit einem 10er, einem 9er und einem 11er. Ja, also auch wieder schwer, auch für uns 9er hier, denn die Base ist ein bisschen größer, aber sie ist nicht stark. Ja, seht ihr selber hier die Kanönchen, die Magiertürmchen. Ich belächle das auch immer gerne. Und die Bogenschützentürmchen hier. Ja, das einzige, was er hier hoch hat, ist das Rathaus. Das ist nämlich Level 10. Ja, mehr auch nicht. Und ich denke mal, den schafft auf jeden Fall ein 9er hier bei uns. Dann haben wir hier den 11er. Der sieht, glaube ich, noch ganz normal aus. Ganz nett mit X-Bogen, aber auch schwach. Ja, kann man nicht anders sagen. Also auch das wird für unsere Leute ein Opfer sein. Gar keine Frage, egal was der für eine Base hat, aber die hier ist schon wieder ein bisschen knackiger. Jetzt nicht von der Base her, die Base ist RH9, RH8 Niveau. Also nicht wirklich gut, ich erwarte hier aber trotzdem Maxed Out Teslas. Und, aber der Kollege hier hat natürlich hier Maxed Out Truppen. Ja, also das ist der 13. hier und der wird uns oben dann sicherlich wehtun. Dann haben wir hier 2 Zehner und dann haben wir bis 10 hier 11er. Also dieses hier sind dann, glaube ich, 10,5er. Wir schauen mal rein. Einfach mal eine Analyse des Gegners hier. Ja, der hat immerhin keine Infernos. Ja, also das ist vielleicht was für meine Buddler-Truppe. Muss ich mal gucken. Denn da lohnt es sich schon, mit Minern anzugreifen. Dann haben wir den 9er. Auch ohne Infernos. Also hier ist auch was für ein RH10 mit Buddler sicherlich drin. Und auch noch nicht so starke Def hier, die ist noch nicht ganz ausgebaut. Die Magiertürme vor allen Dingen sind noch nicht ausgebaut. Also der Flächenschaden, der ja den Minern am meisten wehtut.
Und dann haben wir hier den 10er. Also der hat dann auch schon wieder Infernus, ist etwas weiter hoch, höher gerankt als die 11er. Also wir werden es hier bockschwer haben gegen die Truppe. Müssen wir mal gucken. Wir haben hier jetzt auf unserer Seite mit Jenek frisch 10er. 1, 2, 3, 4, 5. 6 10er und dann haben wir 11er hier. Müssen wir mal gucken. Wir werden es irgendwie kompensieren und morgen auf jeden Fall wieder aus True Warriors 2. Dort ist nämlich auch mal wieder die Post abgegangen. Also bleibt bei mir dran. Lasst mir einen Daumen am Ende nach oben da und bis dahin, euer Toto. Clasht.